Aus meiner Sammlung habe ich für Sie dabei, meine sehr verehrten Gäste, ein altes Zeitmagazin mit dem Titel Der Junggeselle. Das ist ein bisschen so, ja, so ein bisschen pöbelhaftes Zeitheft für junge Männer damals. Diese Junggeselle wurde in den 20er Jahren genauso wie der Playboy noch in den 50er Jahren, so kennst du das, so ein bisschen verstohlen und in den Ladentresen verkauft. Nicht? Also, und neben viele ganze Modeartikel, so kleine erotische Anekdoten, gibt es auch ein paar von die herrliche erotische Karlauer. Aber einige möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Hier zum Beispiel. Drei Freundinnen treffen sich auf der Straße, meine Herren, und geben an über die sportlichen Leistungen ihrer Liebhaber. Sagt der erste zu den beiden anderen, sagt, Kinder, ich habe einen Mann, der sieht ja hübsch aus, wunderbar, groß ist er, ja beeindruckend, athletisch gebaut und der ist Weltmeister in Weitspringen, herrlich, der springt weit 7,90 Meter. Sagt die zweite, naja, das ist doch nichts, Liebling, mein Mann musst du sehen, der sieht aus, athletisch gebaut und übrigens, der ist Weltmeister Hochspringen, der springt hoch 8,90 Meter. Sagt die dritte, ach Kinder, hört doch auf, eure Liebhaber, Weltmeister, hochspringen und weitspringen. Ich erzähle euch was. Mein Mann hat gestern Abend einen Seitensprung gemacht, er ist bis heute noch nicht da. Ein verheirateter Frau, meine Herren, denkt sich eine Überraschung aus, ihrem Mann gegenüber. Sie denkt, wisst ihr was, ich hole meinen Mann vom Büro ab, unerwartet, und dann lade ich ihn zum Essen ein heute Abend. Nicht? Geht sie ins Büro, sie öffnet die Tür seines Büros und erwischt sie ihren eigenen Mann knutschend mit seiner Sekretärin, worauf sie schreit, was geht hier vor? Worauf er sagt, deine Uhr. Ein verheirateter Mann kommt früher geplant vom Büro nach Hause, stattdessen 17 Uhr um 15 Uhr, öffnet seine Schlafzimmertür und dann findet seine Frau im Bett mit drei Liebhabern, meine Herren, drei Liebhabern. Da ruft er durch entsetzt, hallo, 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 worauf sie sagt, und mich grüßt du nicht? Ja. Wollt ihr noch eine hören? Hier ist ein herrlicher, pass auf. Ein Pfarrer bringt eine Nonne nach Hause, meine Damen und Herren, und während sie einsteigt in sein Auto, entblößt sich ihre linke Knie. Ne? Also er fährt sie nach Hause und denkt, oh, da hat die schöne Knie, oh, wunderschöne Knie. Ich halte es bald nicht mehr aus. Er guckt so ein bisschen, oh, herrlich. Denkt, da starte ich mal ein bescheidenes Versuch. Ne? Dann fängt an, so ihren Knie so zu streichen. Und worauf sie sagt, Herr Pfarrer, ich muss Sie dringend bitten, denken Sie bitte an Psalm 159, ja? Er nimmt betreten seine Hände weg, meine Herren, steuert weiter und denkt, oh, eine schöne Knie, kannst du nicht lassen. Wunderbar. Sie sagt, oh, die schöne Knie, das ist Wahnsinn. Muss ich aber eben streichen. Was soll ich? Worauf sie wieder sagt, ich muss Ihnen dringend mahnen und bitten, Herr Pfarrer, ich habe es doch bereits gesagt und mitgeteilt. Also denken Sie bitte an Psalm 159. Na, er denkt, Psalm 159, na, er bringt die Nonne nach Hause, kommt selber nach Hause, nimmt den Bibel in den Hand. He? Dann denke ich, muss doch mal gucken, Psalm 159 steht mir nichts von bei, muss ich doch mal gucken so ein bisschen. Ja, guck, Psalm 156, 157, Psalm 159. Meine Damen und Herren, darin stand zu lesen, sei mutig, geh nach oben, herrliche Dinge werden dir widerfahren.